Hi! Die Karre ist weg, stimmt's, ihr gottverdammt lausigen Nachkommen eines räudigen Bettvorlegers? Arsch der Leck, ich würde euch eigenhändig erwürgen, wenn ich denn könnte. Sehr gut, Wrecker. Russische Flugabwehr ist ausgeschaltet. Die Luftbrücke wieder offen. Major, wie kommen wir hier weg? Ich kümmere mich drum. Ihr braucht einen Transport nach Westen. Seid in 2 Minuten abholbereit. Tick-Tack, ihr Lappen. Bewegung. Na, dann nehme ich das mal. Wir glauben, die USS Valkyrie will zum Suezkanal. Keine Sorge, ihr kommt nach Suez. Und wenn euer Schiff da ist, braucht es volle Unterstützung. Was zum Teufel redest du da? Pass auf, was du sagst, Junge. Die Chinesen haben den nördlichen Teil des Suezkanals erobert. Aber wir holen ihn uns zurück. Euer Schiff steckt richtig in der Scheiße. Viel Glück. Danke, Major. Nein, ich danke euch, ihr zwei. Schafft sie hier rauf! Wenn Cheng den Kanal eingenommen hat, fährt ihm Jinjie direkt in die Arme. Wir müssen sofort zu ihm zurück. Möchte nicht gleich ersoffen. Bist du okay? Irish. Fuck. Vielleicht, weil du Scotch trinkst? Ich hab seit 3 Jahren nichts mehr getrunken. Warst du auf der Notre Dame? Nein. Hannah, ich heiße Irish. Weil ich... Bon voyage! Wie geil ist das denn? Wir wurden einfach mal schnell abgeholt. Vorsintflutlich. Gatekeeper, hier Fortress. Bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann's mit dem Morsecode probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. Befehle, Sir? Sie schalten Radar, Sonar und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welcher Scheiße wir geraten. Das waren die schlimmsten 3 Stunden meines Lebens. Nicht gerade die Heimfahrt, die ich mir gewünscht habe. Da ist die Valkyrie. Ja. Sie geht ihnen direkt in die Falle. Ankoppeln! Ankoppeln! Geht's dir auch gut? Kohlenhydrate und Notration. Mein Magen dreht durch. Leck mich am Arsch! Prüf die Reißleinen! Wenn du kotzen musst, ziel auf die Feinde am Boden. Ausrüstung prüfen! Was sein muss, muss sein, Wrecker! Was sein muss, muss sein! Los geht's! Oh, mein Einsatz. Verpasst. Nein. Ich hasse diese Scheiße. Und... Fortress, hier ist Tombstone 3. Over. Wiederhole. Fortress, hier ist Tombstone 3. Hört ihr mich? Over. Scheiße. Die zielen auf die Valkyrie. An alle Stationen. Hier ist Fortress. Hört mich jemand? Wir werden geentert. Wiederhole. Wir werden geentert. Die werden nicht lange durchhalten. Wir können auf dem Deck landen. Halt auf das Deck zu. Tu ich ja. Warum habe ich eigentlich die Waffe in der Hand? Oh, wo lande ich denn wieder? Ah, ah. Ich lande direkt bei der Waffenkiste. Das ist gut. Alles okay, Rick? Ja, ja. Ging mir nie besser. So, und jetzt befreien wir mal dieses Schiff hier. So, Scar Age. Und natürlich machen wir jetzt... Wir machen jetzt mal das Präzisionsgewehr rein. Daran habe ich mich ja echt gewöhnt. So, Gadgets, gucken wir mal, hier fehlt noch irgendwas. Ich mach mal Sprengstoff einfach. Wir finden es von Feinden. Wir erledigen sie im Sturz durch. Lass uns in Bewegung bleiben. Nutzen
Deckung, wo du kannst. Ah, scheiße, ich hab die Konsole aufgemacht. Alter, ich hatte gerade die Konsole auf. Nein. Moment, ich muss mich gerade nochmal orientieren. So, jetzt, ich musste gerade mal gucken, jetzt gerade mal, so. Ups, nee. Ich glaube, das war's. Ne, warte mal, da oben war der Scharfschütze, oder? Nehme ich mal an. Ach, scheiße, da war... Jetzt habe ich mich selber in Deckung gegeben. Kann ich da durchschießen? Ich weiß es nicht. Ich habe seine Deckung zerschossen. Komm, guck nochmal. Nein! Ach scheiße, ich hab nicht nachgeladen. Kacke. Hab ich wieder nicht drauf aufgepasst. So, und dich hab ich. Dich hab ich. Ups, nee, warte, das scheiße, das ging nicht. So, den haben wir auch. Ach, da oben noch, oder? Heli? Mehr ist es, glaube ich, nicht, oder? Läuft. So, den Heli haben wir auch runtergeholt. Das ging jetzt mal arg flott, oder? Hatten wir die schon mal? Ne, die hatten wir noch nicht. Habe ich aber gerade mal eingesackt einfach. Ne, die hatten wir ja schon. So. Ne, 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 nicht wegbleiben. Alter, ich bin hier hoch. Oh, Achtung. Naja, Garrison war da nicht drin. Wieder Muni geholt. Gibt's hier eine Leiter oder eine Treppe? Ah, hier geht's weiter. So, und zack. Alter, ich weiß gerade selber nicht, was mit mir los ist. Das sieht gar nicht nach mir aus. Kann es sein, dass hier gerade... Ups, dass hier gerade die Kacke am Dampfen ist? Ja, ich glaube nämlich, da unten sind ganz viele noch. Ja, vielleicht sollten wir erst die holen, als die da oben. Ach, da ist das Geländer dazwischen. Ah, Moment. Ja, oder so. Da sind noch welche. Kann ich durch die Treppen schießen? Ja. Ach, da unten. Moment, kriege ich den? Kriege ich den jetzt am dümmsten? Kann ich den hier? Wir gehen nochmal kurz in Deckung und holen uns nochmal ein bisschen Muni, so. Ich glaube, ich sollte dann nochmal neu... Oh, da ist ja noch einer. Ja, tu ich, ja. So, den haben wir auch erwischt. Boah, ich bin gerade echt so ein bisschen konzentriert gewesen, dass ich jetzt die echt einfach mal hier alle erwische. Aber das funktioniert echt super hier. Macht mir richtig viel Spaß mit der Sniperwaffe gerade. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt auch ein paar Mal getroffen. Ist ja selten eigentlich. Ups. Nee, hä? Jetzt habe ich ihn, wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Warte, da ist noch einer. Ah, jetzt hat er dann rechts geguckt.
Ach, da sind noch welche. So, Silber haben wir auch schon. Moment, wo ist der? Jawohl, und noch eine neue Waffe. Ah, weg hier. Oh! Scheiße! Alter, das habe ich nicht gesehen. Wo kam denn der Typ jetzt gerade her? Wo war der denn? Ich habe doch die ganze Zeit geschossen, oder? Hallo? Was war das dann? Oh, müssen wir jetzt wieder... Springen wir jetzt gerade wieder mit dem Fallschirm runter? Ist jetzt nicht so schlimm, weil wir ganz gut durchgekommen... Nee, wir sind hier. Okay, wir sind hier. Das ist gut. Aber der war auf einmal da. Vielleicht sollte ich nicht so weit nach vorne laufen, aber den einen... musste ich ja irgendwie triggern wieder. Da kommen doch noch neue. Der ist tot, ne? Ja. Die sind überall. Verdammt! Dann kam der hier von hinten irgendwie. Ach, vielleicht haben die dir mit dem Heli abgesetzt? Das kann auch sein. Ey, ach, der kommt hier einfach raus irgendwie. Oder? Nee. Ja, der springt da einfach runter. Was ein Arsch. Warte, ich muss jetzt nachladen. Moment. Haben wir den Heli getroffen? Ja, ich glaube, wir haben den Heli, glaube ich, getroffen. So, jetzt ist der Typ da hinten wieder den Hund. Oh, der kommt sogar raus. Supi, danke, super nett. Finde Captain Garrison. So, wo müssen wir jetzt rein? Ich laufe einfach mal den beiden hinterher. Ich glaube, denke mal, die wissen, wo es lang geht. Okay, danke. Ich wusste gerade selber nicht, wo ich hier, wie ich reinkomme. Hier? Nee, ne? Doch. Ah, Abelsch macht das, okay. Augen auf. Mhm, ja, ist okay. So. Okay. Heather, links. Ich übernehme den Gang. Okay, ich gucke jetzt nur gerade mal. Ich glaube, wir müssen nämlich da hin. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ey, wir haben jetzt von diesen Erkennungsmarken eigentlich gar nichts mehr gefunden. Die Waffe, vielleicht die eine da, aber da war ich echt schlecht mit den Erkennungsmarken. Egal, wir machen mal weiter. Verlass, du Wichser! Heck! Ich hätte fast schon wieder ins Gesicht geschossen. Du bist zurück. Tombstone ist noch am Leben. Leck mich am Arsch. Wir dachten, du wärst tot, Koppel. Ja, Mann. Scheiße, als ihr weg wart. Wo ist Ginger? Geht's ihm gut? Ich geht's noch. Das ist gut. Ja, Ginger ist in Sicherheit. Ich bringe euch hin. Sergeant Pekowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen. Tombstone muss zur Krankenstation. Nach Ihnen, Sergeant. Haha, Peck lebt noch, das alte Haus. Habe ich mir schon gedacht, weil Garrison gesagt hat, es gab keine Leiche von keinen aus dem Squad. Sichert die Ecken. Konnte nur bedeuten, dass Peck noch lebt. Hey Peck, was ist in Singapur passiert? Wie bist du da lebend rausgekommen? Ich hab nicht bei den Eiern, aber ich bin davon gekommen. Belassen muss ich. Hab mich nur gefragt, wie du so ein dreckiges Mundwerk gekriegt hast. Das kommt daher, dass ich mit dem Loch im Bauch durch einen ewig langen Abfluss gekrochen bin. Näher an die Hölle kommst du nicht mehr. Naja, was wir so gemacht haben, kommt auch an die Hölle ganz schön gut ran. Gleichzeitig an. Öffne die Tür. Ja. Und jetzt. Los, los, los! Und wir haben Gold. Alter, scheiße, vielleicht hätte ich nicht reingehen sollen. Nein, ich hätte nicht reingehen sollen. Wir hatten Gold. Wir hatten Gold. Sollte ich vielleicht eher sagen. Ich hätte nicht reinlaufen sollen. Okay, wissen wir aber gewesen, ist jetzt Bescheid, dass wir, dass wir jetzt auf jeden Fall, also wie es da drin aussieht. Das wissen wir schon.
Ich glaube nicht, dass ich das mit der Sniper machen sollte, oder? So, du wirfst nochmal eine Granate. Wir gehen vielleicht nicht direkt rein. Ich glaube, er ist aber selber reingegangen. Warte, ich mache gar nichts jetzt. Das macht... Oh, aber jetzt macht er. Okay, dann können wir ja doch hier drinnen bleiben. Nein. So, Hannah Pack und Irish sind hier drin. Ja, die hatte ich schon. Das ist die eine Waffe. Die ist eigentlich auch ganz gut gewesen. Wir hatten bis jetzt noch keine Munitionssache. Vielleicht sollte ich die mal... Ach, die ist... Nee, doch, die ist voll. Dann nehmen wir lieber mal die mit. Weil im Moment weiß ich gerade nicht, wo die Waffenkisten sind. Hallo, mein Freund! So. Mhm, ich weiß, brauchst mich nicht so anschreien. Ich hab doch hier alles erledigt. Garrison ist wieder da. Beziehungsweise wir können ihn halt hören. Scheiße. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Sie kommen. Chengs Männer. Hier. Nehmen Sie das. Sie müssen hier weg. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, Sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden Ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Lassen wir Sie rein und warten ab? Ja. Das war ein Witz. Irish, Wrecker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Ah, der meint damit mich. Ach so. Ich heiße Wrecker. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Lässt mich durch. Ah, hier lässt er mich durch. Okay. Dann Tür auf, bitteschön. Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich nichts Gutes. Hi, Leute. Au! Ja, das tat weh, Junge. Tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat's tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Doch, du Scheiße! Was kommt denn das jetzt her? Sie zahlen nach Ningli. Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peck. Zeig's ihm. Wrecker, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjie. Wie sind die Jankang? Viel Glück. Ne. Das werde ich wohl auch brauchen. Alter. Was hat... Ach, du Scheiße. Ich kann mir was vorstellen. Ich bin mir jetzt nicht, nur nicht genau sicher. Okay, ich will einen Rip von der C4. Vorbereitet und startklar. Sofort. Versenke Changs Kriegsschiff. Das war unglaublich. Ist ja immer so. Ja, an seinen guten Tagen. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Ja, okay. Ah! Hi! Hast du C4? Ich denke schon, ne?
Herna, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Herna. Ah, ich soll Boot fahren. Gerade überlegt, was ich jetzt tun soll. Einsteigen. Ich fahre das Boot, okay. Ha? Wie immer. Hauptsache, ihr trefft Leute, ne? Und ich muss mich auch noch schießen. Du kommst nicht mit, Peck? Ihr bleibt am Leben. Das ist ein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Hurra! Ah! Alter! Na mal los! So, Freunde. Jetzt zeigen wir denen mal, wer hier das Sagen hat. Wenn ich das Schiff finde. Ich weiß gerade nicht, ich fahre einfach mal in die Richtung. Ach, da vorne, wo es leuchtet. Ja. Komm schon. Alles okay? Ja. So. Hihihi, wir sind da. Wir sind im toten Winkel. Bereit machen. Gut. Schaffst du es da hoch, was zu schießen, dass wir hochkommen? Beziehungsweise das C4 dran zu machen. Ne, da will ich einfach das C4 direkt dran machen. Gesichert. Nee, doch, war richtig. Irish? Nee, doch, mit den Haken, ne? Wir gehen hoch. Da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Oh, da geht's mir gleich viel besser. So, ab nach oben. Fortress, hier ist Tombstone 3. Sind in Position, Sprengung vorbereitet. Wie ist euer Status? Sauber! Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch! Herna, drück den Knopf! Verdammt! Da stimmt was nicht. Es ist rot, keine Verbindung. Wrecker? Scheiße, gib mal her. Shit. Wir müssen noch mal runter. Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hanna. Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glitchpilz. Gib sie mir, Wrecker. Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4. Dein Land braucht dich lebendig, Hanna. Du machst das nicht. Punkt. Komm schon, Wrecker. Nee, jetzt was? Jinji und alle auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten. Gib mir das C4, Wrecker. Es ist mein gottverdammtes Schiff, Hanna. Komm, Kumpel. Auf geht's. Entscheide dich, Wrecker. Ach nein, ich mag solche Sachen gar nicht. Ach Mann, Irish ist der Glückspilz und ich mach's selber. Oder ist es vorbei? War ich zu spät? Müssen wir das nochmal machen? Die Valkyrie ist Geschichte. Ganz versaut. Nach Valhalla. Man kann Schiffe versenken. Man kann Leute auslöschen. Aber eine Vision kann man nicht töten. Okay? Peck ist tot. Wir überleben. Wir sind Überlebende, Tombstone. Tombstone hier, Gatekeeper. Wir haben die Kontrolle über Suez zurückerlangt. Habt ihr da unten jemanden gefunden? Negativ, Gatekeeper. Keine Überlebenden. Ich korrigiere. Keine außer uns. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Was wäre denn jetzt passiert? Gibt es drei verschiedene Enden?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, also... Ich war früher gern in den Bergen. Mir gefiel diese Ruhe. Ja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach, was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, also ich bin jetzt gerade, ich habe keine Ahnung, ob es tatsächlich drei verschiedene Enden gibt. Einmal Hannah stirbt oder einmal Irish oder einmal halt das komplette Schiff in die Luft gejagt wird. Oder ob es egal gewesen wäre und ich einen von den beiden das Päckchen gegeben hätte und es trotzdem nicht gereicht hätte, um das Schiff zu retten. Und es halt, während ich das Päckchen übergebe, das Schiff trotzdem in die Luft geflogen wäre. Ich habe absolut keine Ahnung, aber das war, ich wollte gerade echt gerade Irish das Paket geben, aber es hat leider nicht mehr, also was heißt leider, es hat halt nicht mehr funktioniert, es hat irgendwie, ging dann nicht mehr, dass das Schiff doch schon in die Luft geflogen und solche Sachen, solche Entscheidungssachen, das finde ich immer sehr, sehr schwer, da bin ich immer sehr schlecht drin in solchen Sachen, weil ich einfach immer überlegen muss und diese Gewissensfragen, die sind zwar manchmal ganz cool irgendwie, aber die sind dann auch immer so, ja, ich würde trotzdem wissen gerne, was passiert bei der anderen Seite und sowas. Und gut, das war jetzt am Ende des Spiels, jetzt könnte man die Mission zum Beispiel auch nochmal spielen oder sowas, aber wenn man so andere Hauptspiele hat, wo man dann einfach mittendrin die Entscheidung trifft, finde ich immer, da ist immer schade, wenn man dann nicht das andere noch weiß, wie es ausgegangen wäre. Und wir wissen nicht, wie das andere ausgegangen wäre. Aber ich finde, das Ende ist eigentlich ganz okay gewesen. Also, vielleicht hätten wir es tatsächlich nicht überlebt gehabt. Und ich weiß auch nicht, warum Wrecker, also wir, selber nicht runtergegangen sind. Ich meine, ich hätte, wenn ich das Päckchen C4 gehabt hätte, ich wäre selber runtergegangen. Deshalb dachte ich, vielleicht würde er runtergehen, wenn man gar nichts drückt. Deshalb hatte ich auch kurz nichts gedrückt. Und naja, so ist es halt jetzt ausgegangen. Ich fand das Spiel eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also es hat schon Spaß gemacht. Durch diese super cool gestaltete Welt zu laufen. Die war wirklich super schön gemacht und designt und alles. Beleuchtet super toll und hat echt viel Spaß gemacht, da durchzulaufen. Und die Missionen haben eigentlich auch alle Spaß gemacht, bis auf die eine Sache mit diesem Panzer. Wo man diese Panzer abschießen musste, beziehungsweise wo man in den Panzer gefahren ist, was ich einfach überhaupt gar nicht hinbekommen habe. Weil ich da, also mit dieser Panzersache, da bin ich echt schlecht drin. Daher ging es dann mit dem Scharfschützengewehr, ging es ja dann, glaube ich, und die Scar Age, die habe ich ja meistens benutzt, die ging auch ganz gut. Mit der konnte ich dann halt auch besser umgehen, als gegen die Panzer dann da irgendwie was zu machen. Ansonsten hat es auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht und ich würde sagen, ich lasse jetzt in Ruhe den Abspann einmal durchlaufen, denn ich weiß nicht, wie lange er geht und irgendwann habe ich bestimmt hier nichts mehr zu erzählen. Und dann verabschiede ich mich und hoffe, euch hat das Let's Play gefallen und wir sehen uns dann wieder in irgendeiner anderen Folge von irgendeinem anderen Let's Play und macht's gut, Leute, bis dahin, tschüss!